Moin. Tag. Tag geht auch, ja. Tag ist auch schön kurz. Ich bin der Leira. Ich höre auf du Leira, ich höre auf du Martin, ich höre auf hey du. Nicht sitzen, das habe ich im Büro, das brauche ich jetzt hier nicht. Der Talk heute ist Temux, warum ein schwarzes Fenster am Bildschirm reicht. Das ist ein Einsteigerding. Also ich mache wirklich Basics, Basics, Basics. Wer schon ein bisschen mit Temux gearbeitet hat, wird vielleicht das eine oder andere neue hören oder ein Feature sehen, das er noch nicht kennt oder sie noch nicht kennt. Aber es ist jetzt nicht für die Hardcore-Temux-Nutzer. Wer in Salzburg, wir haben noch Plätze, kommt rein, rückt doch mal ein bisschen auf. Wer den Talk vielleicht vor 2 Jahren in Salzburg gesehen hat, da habe ich ihn zusammen mit McClemmon gemacht. Es ist basically the same thing. Hui, Bewegung. Das heißt, nachdem jetzt alles gerade in Bewegung ist, falls euch doch ein anderes Thema mehr interessieren würde, wir haben ganz tolle Vorträge in Heisenberg 2. Das ist ein Jurist, Vorsicht. Der Venti macht was mit Wäscheklammern und LEDs. Also ich wäre ja eigentlich dort und nicht hier, wenn ich die Chance hätte. Und der Rix macht ganz wunderbare Mitgliederverwaltungs-Plugin Foo im Max-Planck-Raum. Wo immer der auch ist, das ist der eine, den ich noch nicht gefunden habe. Also ihr hättet jetzt noch die Chance, den Saal zu verlassen. Ich bin euch auch nicht böse, also ich nehme das nicht persönlich. Prinzipiell, Zwischenfragen bitte jeder gerne immer. Ich habe hier ein Mikro, das schmeiße ich dann, nein, das gebe ich euch dann für die Frage, wenn es eine längere ist. Ich habe auch Audience Participation Motivation mitgebracht aus Wien, Mannerschnitten, sind sogar vegan, das heißt, das Einzige, was aufpassen müsst, falls wer eine Granda-Wasserallergie hat, die machen das mittlerweile mit Granda-Wasser, also warum auch immer. Gut, wie gesagt, wir sprechen über Temux. Wenn wir über Temux sprechen müssen, müssen wir über Terminals sprechen. Also Terminals oder wie wir im deutschsprachigen Raum sagen, Datensichtgeräte. Also mein Alter oder ein bisschen älter ist, kennt das vielleicht auch noch als Fernschreiber oder TTY. War im Prinzip ein Terminal für Großrechner, die dann im Prinzip die Fernschreiber ersetzt haben und halt statt Papier dann auf Elektronik ausgegeben haben, auf Bildschirme ausgegeben haben. Diese Fernschreiber oder TTYs sehen wir jetzt noch in den Devices unter Linux etc. Kommt immer wieder mal TTY 0 oder sonst irgendwas vor. Das heißt, wir sprechen über ein Terminal. Wenn wir ein Terminal haben, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es meistens so, wir haben noch ganz viele Sessel da vorne. Hier bei mir vorne sind, da auf der Seite sind noch welche, also ganz viel Platz. Ich habe mehr als ein Terminal offen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin meistens mit mehr als einer Maschine verbunden oder mit unterschiedlichen Usern oder wie auch immer. Und eigentlich ist es eigentlich relativ unhübsch, weil so ein Terminal-Multiplexer ist viel praktischer. Das heißt, das Ding macht mir mehrere Terminals in einem Fenster. Ein Terminal-Multiplexer. Kann dann mehrere Reiter haben. Genau, ja, in Mechanik gibt es das auch. Gebt ihr nochmal Hände hoch, wo Plätze frei sind? Suchen noch welche. Ich habe mehrere Reiter, ich habe bei so einem Terminal Multiplexer dann Copy-Paste, ich kann aber einen Scrollback-Buffer, kann zurückscrollen. Vorteil ist, ich habe keine GUI, weil das alles in meinem schwarzen Fenster drinnen ist, wie die Windows-User so schön sagen. Ich kann das Ganze auch entfernt auf mehreren über eine SSH-Session laufen lassen. Und das Ganze kann auch detached laufen, das heißt, wenn mir meine SSH-Verbindung wegbricht, wenn ich im Zug unterwegs bin oder sonst irgendwann, läuft das Programm auf dem Server weiter, was halt super praktisch ist, wenn man so wie ich im Enterprise-Application-Umfeld tätig ist, wo der Installer allein einmal 4-5 Stunden läuft, dann möchte man nicht die Installation neu beginnen, nur weil jetzt einmal irgendwo zwischendurch die Netzwerkverbindung abgebrochen ist, die Telekom wieder mal die ADSL-Zwangsdrängung gemacht hat oder sonst irgendwas, kennt man ja alles. Sinn des Ganzen ist, ich kann eben dann auf dieser SSH-Session in mehreren Terminals meinen MAT laufen lassen, meinen RSS-Reader laufen lassen, meinen IRSI für IRC laufen lassen oder was auch immer. Und jedes Mal, wenn ich disconnected werde und mich wieder hinconnecte, kann ich einfach weiterarbeiten, so wie es gewohnt war, ohne alle wieder Applikationen neu starten zu müssen und Ähnliches einrichten zu müssen. Ich werde euch dann zeigen, mit dem Temux kann man auch das noch automatisieren. Also ich kann mir ein Skript schreiben, das mir gleich 15 Tabs aufmacht, in die Applikationen in den einzelnen Tabs lädt und mir das alles so herrichtet, wie ich das brauche, wie ich das gerne habe und das dann quasi ein Kommando ist, um das Ganze durchzuführen.
wenn wir jetzt alles machen. Gut, was kann man noch damit machen? Ich kann damit auch zum Beispiel Pair-Programming machen oder halt gemeinsam an einem Problem arbeiten. Das heißt, ich kann mehrere Benutzer in einer Session haben, kann auch gemeinsam tippen oder ich kann so wie hier zwei Sessions haben. Ich habe hier auf meinem Laptop, es ist jetzt nur ein Laptop, aber ich habe hier auf dem Laptop zwei Shell-Fenster. Eins seht ihr dann hier auf dem Beamer. Eins sehe ich hier, das heißt, ich muss mich nicht jedes Mal, wenn ich was tippe, umdrehen und schauen, was ich jetzt getippt habe und ob ich mich vertippt habe, sondern ich kann einfach in meinen Laptop hineinschauen, das ist auch beim Präsentieren recht angenehm. Wir haben das dann mit McClemon zusammen, habe ich das schon so weit getrieben, dass wir hier zwei Laptops hatten, Netzwerk verbunden, er hat sich auf meine Maschine SSH, hat auf seinem Mac geschrieben und man hat das auf dem Bildschirm gesehen und ich habe es auf meinem Laptop gesehen. Super praktisch für Demos oder was zum Herzeigen oder eben, wenn man Remote Homeoffice oder sonst was macht und gemeinsam an einem Problem arbeiten will, beide sehen das Gleiche, beide Menschen sehen das Gleiche und sehen hoffentlich dann, einer von beiden sieht dann hoffentlich das Problem, wie es so ist mit Typos und in der Config oder so irgendwie, nicht? Man sieht es ja selber nie. Gut, das war so die Frage, die wurde mir jetzt schon ein paar Mal gestellt, warum soll ich einen Demux verwenden? Ich verwende ja eScreen und das schon seit Jahren. Ja, habe ich auch gemacht. Mache ich noch immer, weil ich noch immer Systeme warte, wo es kein Demux drauf gibt oder wo ich es nicht drauf installieren darf. Temux ist wesentlich jünger, wurde also 2007 geschrieben, Screen 1987, also das ist schon wirklich gut abgehangen. Temux ist Teil von OpenBSD, wird aktuell gewartet, ist kleiner, ist schneller, braucht weniger CPU, weniger RAM prinzipiell als Screen. Ist meiner Meinung nach, aber ich bin halt jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen verblendet, leichter zu konfigurieren, hat eine schöne Config, ist sehr flexibel zu konfigurieren, also man kann sich das hinbiegen, wie man möchte. Es lässt sich ganz wunderbar skripten. Ich mag es einfach viel, viel mehr als Screen und Screen ist irgendwie schon so, es ist noch nicht tot, aber es riecht schon ganz, ganz übel. Also da passiert nicht mehr viel und ja. Aber Screen kann halt noch immer ein paar obskure Terminals besser bedienen. Also wenn man irgendwie eine uralte Legacy-Solaris-Maschine hat oder so, funktioniert das Screen meistens besser. Da, wo ich Screen noch immer benutze, ist, wenn ich über die serielle Schnittstelle auf ein Gerät draufgreifen muss, das kann Screen und das kann der Temux leider noch immer nicht. Und Screen hat auch bei Screen-Sitzungen ACLs, das heißt, ich kann ein bisschen genauer, ein bisschen feiner granulieren die Zugriffsrechte in einer gemeinsamen Session. Könnt ihr vielleicht irgendwie noch einmal bei den Sitzen ein bisschen aufrücken? Es ist noch nicht notwendig, dass ihr euch auf den Boden setzt. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Da kommen wir noch dazu. Da sind wir beim Thema Konfiguration. Gib mir noch zwei Minuten. Temux. Temux besteht prinzipiell aus einem Server und einem Client. Das heißt, ich habe einen Temux-Server laufen, da gab es ein paar lustige Seiteneffekte mit Systemd wieder einmal. Surprise, surprise. Don't get me started. Dadurch, dass ich eine Client-Server-Architektur habe, können sich eben mehrere Clients an einen Server und an eine Session verbinden. Das heißt, ich habe es wesentlich entspannter, hier eine Multi-User-Session auch durchzuführen. Temux übernimmt die Kontrolle ins Terminal. Das heißt, wenn ich Temux verwende, funktioniert im Normalfall, jetzt wenn ich es gewohnt bin, ich habe irgendein Ubuntu, Mint, you name it, whatever, und habe mein Terminal-Fenster und habe dann irgendwie so ein Scrollbar, wo ich auch zurückscrollen kann. Nicht? So, was habe ich in vor 15 Minuten da hineingetippt? Ne? Temux macht das kaputt. Also das funktioniert dann nicht mehr so bequem. Ich habe aber sehr wohl die Möglichkeit, im Temux zu scrollen. Ich habe im Temux dann auch, und das ist so einer der Unterschiede zu Screen, die Möglichkeit hier die Maus einzubinden und mit der Maus dann wieder sehr wohl zu scrollen, aber es ist dann eben nicht mehr die Funktion meines GNOME-Terminal-Fensters, sondern eben eine Temux-Funktionalität. Jo, wie gesagt, kein Server, sonst glaube ich, bin ich eh durch. Damit sind wir bei der Demo-Time, das heißt, das war es jetzt bei mir von Slides, ab jetzt ist es nur noch Terminal. Das heißt, ich setze mich jetzt hin, ich verabschiede mich vom Stream und wir schauen mal, ob das, was ich vorbereitet habe, auch alles so funktioniert, ja, wie ich mir das vorgestellt habe. Hurra! Ja,
Irgendwie fehlt, oder? So. Das heißt Temux. Temux hat prinzipiell einmal eine Config-Datei. Fangen wir mal ganz entspannt an. Man sieht alles. Jawohl, wunderbar. Die ist eigentlich sehr selbsterklärend. Das ist jetzt eine ganz, ganz kleine Temux-Konfiguration, weil wir hier nicht viel tun. Die ersten zwei Zeilen machen im Prinzip nichts anderes als meine Temux-Statuszeile von der untersten Zeile. Wer kann die noch lesen? Von der untersten Zeile ganz nach oben zu move, damit man bei der Präsentation einfach schön herzeigen kann, wie Statuszeile, wie die ausschaut, etc. Dann mache ich noch irgendwie ein bisschen die Farben schön, damit man das auf einem Beamer auch vernünftig lesen kann, weil wenn ich da jetzt mit meinem üblichen Farbschema herfahre, setzen alle die Sonnenbrillen auf und sagen, bitte nicht. Und dann sind wir schon bei dem Thema, was du vorhin angesprochen hast, der Leader oder Präfix. Jedes Kommando an Temux beginnt mit dem Präfix. Das Präfix ist defaultmäßig, vorgabemäßig auf Steuerung B. Im Screen ist es Steuerung A. Das ist also mal so der klassische Mimimi, wenn jemand von Screen auf Temux wechselt. Ich habe wieder A, B, ich muss mich umdrehen in Mi. Ich kann das ganz einfach auf Steuerung A ummappen und die Sache ist erledigt. Das habe ich vom McLemon übernommen. Auf der deutschen Tastatur ist das Steuerung Y links unten recht schön nebeneinander. Daher habe ich mit dem Präfix auf Steuerung Y gegeben. Was immer, whatever floats your boat, ja, also Steuerung Ä oder dänisches Keyboard, Steuerung Ä, alles möglich, also was immer ihr wollt. Ich mache das mit Steuerung Y. Ich werde mich bemühen, Präfix zu sagen, wenn ich irgendwann einmal zwischendurch Steuerung B oder Steuerung Y sage, ist das der Präfix, also der generische, was auch immer. Was ich dann auch noch drinnen habe, Ich habe ein R drin, das heißt Präfix R reloadet bei mir die Konfiguration. Das heißt, wenn ich was live am Config-File ändere, Steuerung YR oder halt Präfix R und er ladet mir die Konfiguration neu. Und dann habe ich noch ein bisschen optischen Fu, damit die Rahmen und Dinger ein bisschen hübscher aussehen. Und ein paar Timeouts höher gesetzt, damit ihr nicht euch so konzentrieren müsst, was ich da alles herzeige, das wird alles ein bisschen langsamer und ein bisschen länger angezeigt, was halt im laufenden Betrieb, wenn man wirklich damit arbeitet, unpraktisch ist, aber jetzt für die Demo hier passiert. Wir schauen es uns dann nachher noch an. Die Liste an Settings, die ich setzen kann im Temux, ist elendiglich lang. Also das wäre jetzt ein Workshop mit 4 Stunden, wenn wir das jetzt ernsthaft durchgehen würden. Wenn es wen interessiert, ich kann mir gern für die nächsten Events GPN oder sonst was auch einen Temux-Workshop ausdenken, wenn ihr wollt. Ich zeige euch hier wirklich einmal nur so Basics, Standard-Dinge. So, wie gesagt, das haben wir schon, Y, genau. Wer möchte, kann auch Copy-Paste dann auf VI-Art machen. Also ich habe hier auch verschiedene Copy-Buffer und so weiter. Also ich kann hier ganz, ganz, ganz viel auch als VI-User benutzen. Gut, was passiert jetzt, wenn ich meinen Temux einfach mal starte? So, wenn der Herr Leira richtig tippen könnte. So, startet mir mein Temux hoch. Die Statuszeile, ich kann sie wie gesagt oben oder unten platzieren. Links, rechts geht leider nicht, sorry. Ich habe irgendwie eine Uhrzeit drauf, ich habe einen Hostnamen drauf, das kann ich mir alles konfigurieren, wie ich möchte. Also da gibt es fertige Config-Files, wo dann noch Batteriestatus und Mondphase und was weiß ich, was alles draufsteht. Ist wichtig, wenn man mit Managern zu tun hat, Mondphasen. So. Ja, jetzt kommt wieder Vollmond, na, da gehe ich erst nächste Woche zum Chef. Du kannst die Statusleiste auch in Kornblumenblau haben. Ich habe sie jetzt hier in schwarz, also weiße Schrift auf schwarzer Grund gemacht. Weil den ostfriesischen Nationalfarben, weiße Farbe auf weißer Grund, ist sehr schlecht lesbar. Und wie gesagt, du kannst auch, also wenn du möchtest, Windows 3.1 Hotdog Stand Farbschema rüber portieren, wenn du möchtest. Ich halte dich davon nicht ab. Wenn ja, share es bitte. Ich habe es hier einfach der Lesbarkeit halber alles schwarz-weiß-grau gemacht. Normalerweise fahre ich Solarize Dark und da ist das dann alles grün und eher matt. Kommt nur auf dem Beamer nicht gut, daher hier schwarz-weiß, damit auch die Kollegen und Kolleginnen in den letzten Reihen noch halbwegs lesen können. Ja, ja, ich sehe Kopfnicken, also regelmäßiges Nicken, nicht dieses Einschlafen nach unten nicken.
Ich habe dann auf der linken Seite in der eckigen Klammern meinen Session-Namen, den werden wir jetzt gleich vernünftig setzen, und dann meine verschiedenen Windows. Das heißt, wenn ich, so, mal da aus dem TMUX wieder rausgehe, kann ich meinen TMUX jetzt ein bisschen verboser machen. Ich kann jetzt meinen TMUX, ja, lassen wir es so, ich mache das auch jetzt heute in dieser Runde, ist alles sehr verbos, alles ausgeschrieben, das geht alles kürzer, das geht alles knackiger. Ich werde auch die meisten Kommandos ausschreiben über die TMUX Command Line. Das Ganze ist alles auch auf Keyboard gemappt, das ist alles auch auf Shortcuts gemappt. Nur damit ihr auch ein bisschen was davon habt und nicht nur raten müsst, was ich jetzt wieder am Keyboard drücke, schreibe ich das halt immer aus und damit man sieht, was passiert. TMUX New startet mir eine neue Session mit minus klein s, gebe ich ihm meinen Session-Namen an. Also wenn ich das abschicke, steht jetzt hier links oben nicht mehr 0, sondern ein hübscher Name, weil ich kann verschiedene Sessions haben für verschiedene Kunden, verschiedene Systeme, verschiedene Tasks, die ich mache. Wenn ich jetzt Exit sage, würde ich die ganze Session wieder beenden. Das möchte ich nicht immer. Das heißt, ich möchte mich detachen. Das geht mit Präfix Doppelpunkt, komme ich in die Kommandozeile und sage mal detach. Oder eben Steuerung, Präfix D für detach. Und ich habe meine Session verlassen und könnte jetzt, und das werde ich auch tun, eine neue Session kreieren. Die nenne ich dann jetzt Demo 01, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Und kann mir jetzt auch dann die Liste meiner Sessions anschauen lassen. Das heißt, ich sehe jetzt hier ganz wunderbar, ich habe eine Session Demo 0, ich habe eine Session EH18 mit jeweils einem Windows. Das heißt, wir sehen schon, wir haben es hier mit Sessions zu tun. Innerhalb einer Session kann ich mehrere Windows haben, mehrere Fenster haben. Innerhalb der Fenster kann ich dann noch verschiedenste Panes haben. Das heißt, also Panes, nicht Panes, also nicht Schmerzen, sondern Paneele, zwischen denen ich wechseln kann. Das werden wir uns dann gleich in einem späteren Demo etwas genauer ansehen. Prinzipiell kann ich jetzt natürlich zwischen den Sessions auch wechseln. Das heißt, ich gehe wieder in meine Kommandozeile und sage Switch auf die EH18 und man sieht links oben bin ich jetzt in meiner EH18 Session und kann genauso gut wieder zurück zu meiner Demo 01 Session wechseln. Ihr seht schon, ich kann auch innerhalb einer TMUX Session wieder das TMUX Kommando verwenden, um einen TMUX Kommando abzuschießen. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, ist aber dann schlussendlich sehr, sehr angenehm und flexibel, weil ich nicht großartig darüber nachdenken muss, wo ich jetzt bin und was ich jetzt tue, was mir sehr entgegenkommt. Das heißt, wieder mit Steuerung Y Dora komme ich aus der Session raus. Und jetzt die Frage, wie kann ich mich jetzt zu so einer Session wieder hin verbinden? TMUX Attach ist das Zauberwort. Oder eben kurz abgekürzt TMUX Add. Und dann mit minus T gebe ich eben die Session an. Wenn ich nur eine Session habe, brauche ich das minus T nicht mit angeben. Dann bin ich in der richtigen Session drinnen. Hurra! So. Gesagt. So, Thema 1 erledigt. Wir haben unterschiedliche Sessions. Wie gesagt, in einer Session kann ich jetzt mehrere Fenster haben, mehrere Windows haben. Das heißt, ich sage jetzt zum Beispiel TMUX New Window und gebe ihm die Session mit an. Das heißt, ich habe ihm jetzt hier gesagt, mach mir ein neues Window in der Session EH18 und man sieht jetzt oben, neben der Session 0 habe ich auch die Session 1 und kann jetzt dann zwischen den Sessions wechseln, da kommen wir dann gleich dazu. Prinzipiell fängt TMUX bei 0 zu zählen an, so wie sich das gehört. Für die Pascal-Programmierer kann man das aber auch umkonfigurieren. Das heißt, man kann ihn auch dazu bringen, dann bei 1 zu zählen anzufangen zu zählen. Ich kann auch mehr als 10 Fenster haben. Da wird es dann halt nur ein bisschen ungeschickt mit der Navigation. Da möchte man sich dann vielleicht überlegen, ob man das vielleicht anders lösen möchte mit einer zweiten Session. So. Ich kann aber jetzt, wenn ich ein neues Window angebe, jetzt nicht nur angeben, in welcher Session dass er das aufmachen soll, sondern ich kann ihm auch noch mit angeben, dass er mir in diesem Fenster dann gleich ein Programm starten soll. In diesem Fall, mach mir doch ein neues Window und start mir in diesem Fenster dann gleich das Hardtop-Programm. Ja? Jetzt sehen wir oben,
Ich habe ein zweites Fenster, ich habe mein drittes Fenster mit der Nummer 2 offen. Wenn ich da hinüber wechsle, läuft automatisch mein Hardtop. Whee! Magic. Komme ich gleich? Gleich. Nein, das Minus D gibt ihm einfach an, welches Programm er starten soll. Nein, es switcht nicht in automatisch hinüber. Wenn du ein neues Fenster, es kommt darauf an, wie du das neue Fenster machst. Ich zeige jetzt hier den langsamen, also die Frage war, warum man nicht gleich in das neue Fenster hinüber switcht, weil ich das jetzt hier wirklich über die Lang-Version mache mit TMUX New Window. Das heißt, der TMUX Client spricht zum TMUX Server, sagt, mach ein neues Fenster auf, startet dort drinnen das Programm und kommt dann wieder zurück in das Fenster. Ich kann aber jetzt auch mit New Window über die Kommandozeile, machen wir es, kostet ja nichts. Jetzt hier mit New Window, das wäre Steuerung, also Präfix C für Create. Und dann bin ich automatisch in dem neuen Fenster drinnen. Da wollte ich. Ja. So. Dritte Option, damit ich das auch noch durch habe und dann sprechen wir gleich über die Navigation. Ich kann Ihnen jetzt nicht nur mit Minus D angeben, welches Programm er mir starten soll, sondern ich kann ihn dann mit Minus N auch noch einen Namen für das Fenster angeben. Das heißt, in dem Fall starte ich jetzt Mann-TMUX und das Fenster soll er mal benennen, großgeschrieben Mann_TMUX. Und wenn es jetzt wahr ist, das sieht man jetzt nur nicht mehr. Habe ich mich vertippt? Ja, danke. Irgendwo. Ja, Mux. Mux-TMUX. Dass das rot ist, ist die Z-Shell, das ist nicht der TMUX. Da kommt sie morgen zu meinem Talk, dann reden wir kurz über die Z-Shell. Und wenn man jetzt sieht, Fenster Nummer 4, danke fürs Mitarbeiten übrigens, Fenster Nummer 4 heißt jetzt Mann-TMUX. Wenn ich da jetzt hinüberwechsle, läuft da drinnen mein Mann, hurra. Das sind jetzt Trivialbeispiele. Ja? Normalerweise lässt man da Tail laufen oder irgendeinen Monitor oder sonst irgendwas. Ja? Wie kann ich jetzt zwischen den Fenstern wechseln? Weil es ja schön, dass man das machen kann. Präfix N, Präfix P, N für Next, P für Previous, kann ich halt zwischen den Fenstern durchnavigieren. Und die Fenster 0 bis 9 kann ich auch mit Präfix und der Ziffer direkt anspringen. Das heißt, Steuerung Y0 ist Fenster 0, Steuerung Y4 ist Fenster 4. Y0, Steuerung Y4, Steuerung Y2. Zum Beispiel. Oder Steuerung YN. Next. Man sieht auch oben, das gibt es immer so ein kleines Sternchen. Das zeigt mir an, welches Fenster gerade das aktuelle ist. Ich kann dann natürlich auch das Fenster umbenennen. Das heißt Rename Window. Ergibt jetzt in dem Fall nicht wirklich Sinn, aber eine Frage. Ja, bitte eine Frage. Lassen sich die Kommandos mit Tab ergänzen? Ja. Ich glaube schon. Ja, schon. Schauen wir. Fokus. Doppelpunkt. Rename. Ja. Ja, aber er gibt mir jetzt keine Vorschläge, aber sobald es eindeutig ist, macht er mal die Completion. Das war eine Zwischenfrage, Dankeschön. Nein, du hast schon eine Torte bekommen, du kriegst keine Mannerschnitten. Was ist deine Frage? Du kannst dir das alles mappen. Also die Frage war, ob die alten Screen-Abkürzungen auch gehen. Du kannst dir das alles hinmappen. Der TMUX hat an und für sich seine eigenen Tastaturkürzel per Default, aber du kannst du alle ummappen. Kurzer Hinweis. Ja, das, also man findet das. Mensch kann viel und Mensch kann davon ausgehen, dass es da auf GitHub oder sonst wo schon fertige Config-Files gibt. Ja. So, TMUX für Screen-User oder so irgendwie. Falls nicht, mach das und mach nächstes Jahr einen Lightning-Talk dazu. Danke. Gut. Rename Window. Test. So, wurscht.
Jetzt kann ich aber mit Temox noch viel mehr lustige Dinge machen. Ich kann nämlich auch über Sendkeys Tastendrücke quasi an verschiedene Fenster schicken. Und zwar an ein Fenster in einer bestimmten Session kann ich genau adressieren, ich möchte jetzt in das Fenster dort hinein diesen Text schicken. Kann man ein bisschen Schindluder machen, wenn man möchte, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Das heißt, ich habe hier wieder mein Temux-Kommando, in dem Fall Sendkeys. Mit minus T gebe ich das Ziel an, das ist in dem Fall meine Session EH18 mit dem Fenster 0. Wenn ich jetzt in dem Fenster noch unterschiedliche Panes hätte, könnte ich da auch noch die Pane angeben, kommen wir noch dazu. Und dann hinten nach den Text, den er hinschicken soll. Ich bin jetzt, Sterndal zeigt es mal an, im Fenster 1 und schicke einen Text an Fenster 0. Passiert jetzt natürlich noch nichts und wenn ich jetzt ins Fenster 0 hinübergehe, steht da automatically Hello EH18. Whee! Du weißt nicht, wovor es her. Ich sage, da kann man schon ein bisschen Schindluder treiben. Ja, durchaus, durchaus. Das ist jetzt ein Text, da könnte man natürlich auch jetzt ein RM hinschreiben oder so. Das habe ich mich ganz ehrlich nicht getraut, weil dann braucht man nur einmal abgleiten mit dem Finger und dann endet das ganz, ganz böse. Du kannst auch ein Newline mitschicken, ja? Die Frage war noch nie. Ja, ich habe das nur ganz bewusst nicht gemacht. Danke fürs Laufen. Ich werde nächstes Mal warten. Wie gesagt, immer ein bisschen aufpassen mit der Nummerierung, ob man jetzt auf 0 oder 1 umgestellt hat, das sorgt dann immer wieder für ein bisschen Verwirrung. So, gehen wir wieder zurück in mein Fenster 1, weil das ist das, wo ich mir die Sachen vorbereitet habe. Ich kann jetzt haben wir Sessions besprochen, wir haben Fenster besprochen, kann Fenster neu erstellen, ich kann sie schließen, ich kann durchnavigieren und ich kann mir dann innerhalb meiner Session dann noch einmal sogenannte Panes einrichten, also Paneele, Panels, mit denen ich mir das Fenster noch einmal unterteilen kann. Ich kann das ganze Fenster jetzt, prinzipiell kann ich das immer vertikal und horizontal, dass die Textbildschere nicht zu schlimm wird, so, vertikal und horizontal das Bild, das Ding unterteilen. Die Default-Mappings sind Präfix, Quote, also Double Quote und Präfix Prozent. Ich kenne kaum einen User, der das beibehält. Die meisten mappen sich das dann auf die Pipe und auf Minus oder so irgendwie, weil es dann halt vertikal, horizontal. Die Sache funktioniert und ich kann das Ganze natürlich auch in Kommandos abgeben. Das heißt, ich möchte mein Windows splitten, minus V für Vertical und ich möchte das Ganze 10 Zeilen, also L wie Lines, 10 Zeilen haben. Ja, Vertical würde mir jetzt mal glauben, er macht diesen Strich, er macht aber diesen Strich. Ha? Er hat es vertikal geteilt, ja, aber ich habe jetzt zwei horizontale Panels. Das ist ein bisschen ein Mindfuck, aber nur ein bisschen. Das ist jetzt eine dieser Änderungen, die ich gemacht habe, damit man es am Bildschirm schöner sieht. Das würde ich im laufenden Betrieb nicht so haben wollen. Das markiert mir quasi jetzt, wo ist mein Panel, wo ich hineintippe. Das ist im Normalfall, ist das Ding dann irgendwie rot oder grün oder so, irgendwie, dass man eben sieht, wo man ist. Ist jetzt bei mir halt ein bisschen fetter. Das Ganze funktioniert nicht nur mit Zeilen, sondern funktioniert auch mit Prozentangaben. Das heißt, ich teile mir hier wieder vertically, diesmal mit Percent und 50%. Das heißt, der teilt es mir jetzt genau in der Mitte. Sieht man jetzt nicht viel Unterschied, weil der Screen so klein ist. Sorry, das ist schlecht gewählt. Und kann dann hier nochmal das Ganze jetzt horizontal teilen, auch wieder Percent 50%. Dann habe ich jetzt hier und hier ein Panel und das Ganze kann ich jetzt hier oben auch nochmal machen.
Das heißt, ich habe jetzt in einem Terminal-Fenster, in eine Session, in der Session habe ich mein fünftes Window und in dem fünften Window habe ich jetzt 4 Panels. Das heißt, ich habe jetzt hier vier Shell-Fenster, mit denen ich arbeiten kann. Da lässt sich schon was anfangen. Ja? Wie navigiere ich jetzt zwischen den Dingen? Ich kann mit Präfix O kann ich dann immer herumspringen, also quasi durchiterieren. Ich kann aber die Panels auch einzeln ansprechen, also direkt adressieren. Dazu müsste ich wissen, wie die jetzt denn durchnummeriert sind. Dafür gibt es den Präfix Q. Und dann macht er das so hübsch. Das ist jetzt das Timeout, was ich ein bisschen verlängert habe, weil das ist im normalen Leben ist es ein bisschen lang, weil 0, 1, 2, 3. Okay, wir fangen wieder bei 0 zu zählen an, alles super. Und mit den Panels kann ich jetzt natürlich ganz, ganz viel Schindel untertreiben. Ich kann jetzt die Panels durchtauschen, ich kann sie durchrotieren, ich kann sie von einem Window in ein anderes Window verschieben. Das heißt, ich kann ja im Prinzip alles was machen, was ich auch mit einem Window Manager machen kann. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wo bin ich jetzt? Links oben, oder? Ja. swap mir das Panel mit dem nächsten Panel. Wann machen wir das noch? Nein, machen wir das noch nicht. Machen wir das. So, 1, 2, falsch. 2, ohne Steuerung Y, dann funktioniert es auch. 3, 4. Es ist jetzt nur, dass wir die Dinge auseinanderhalten können. Ja? So, und jetzt kann ich eben sagen, Steuerung Y. Ne? Swap in. Und jetzt wird es dann langsam verwirrend. Ja, jetzt habe ich mir die Pin und die Pin durchgetauscht. Was passiert, wenn ich mir die Nummern anzeigen lasse? Die Nummerierung bleibt gleich. Deswegen habe ich jetzt die Ziffern hineingeschrieben, dass wir wissen, wo was war, weil sonst, genau. Also die bleibt zum Glück immer gleich. Und dann kann ich das Ganze eben auch explizit sagen. Swap mir meine Panes. Source Target. Source ist 0, Target ist 1. Das heißt, tausche mir jetzt wieder meine 0 und 1. Das heißt, wenn ich mir das richtig vorbereitet habe, sollte jetzt das 1er wieder nach links wandern und das 2er wieder nach rechts wandern. Oh, ja. Erstens, es gibt keine doofen Fragen. Zweitens, nimm das Mikro. Okay. Ja, ist an. Einfach ist an, okay. Die Nummerierung, ja? Also 0, 1, 2, ja? 3, die du mit... Für die Fenster, ja. Ergibt sich die anders, wenn du erst vertikal und dann horizontal geteilt hast? Nein, er macht immer Reihum. Okay. Er macht immer Reihum. Danke für die Frage. Mikro gibst ihm. noch eine Frage, bitte. Ja. Ach, ist das schön. Ein interaktives Publikum, ich mag das. Frage 1, haben die Panes auch nochmal symbolische Namen, damit du, wenn du jetzt von Assemblies draußen, hast du schon mal drüber nachgedacht, dich über Window Layout Randomization vor Angriffen über diese Sendkeys zu schützen? Nein, und ich zeige dir dann nachher was man mit Panes noch viel, viel grauslicheres machen kann, aber danke für die Frage. Nein, ja, aber ich möchte das jetzt nicht werfen, könnte das nach hinten geben ohne Verlust? Packet Loss. prinzipiell, ich kann mit den Panes auch über die Cursor-Tasten navigieren. Das heißt, ich mache Präfix Cursor-Tasten, dann kann ich auch einfach links, rechts, rauf, runter, ganz normal mit dem Cursor zwischen den Panes herumwechseln. Ich habe dann über die geschwungenen Klammern, die auf der deutschen Tastatur natürlich wieder mal eher beschwerlich erreichbar sind, habe ich dann auch die Möglichkeit, diese Swaps schneller zu machen und die Dinger durchzurotieren. Das heißt, ich könnte, probieren wir das auch noch aus, Steuerung Y, Steuerung O. Und er rotiert mir jetzt da, sieht man schön, die Fenster durch. Ne? Hurra. Gut.
Ich kann jetzt die Panes natürlich auch resizen, weil vielleicht ist jetzt das Fenster zu groß, zu klein. Ich schaue mir da jetzt gerade ein Logfile an und will mehr von dem Ding sehen. Das heißt, ich kann die Dinger natürlich jetzt dann auch resizen. Zum Beispiel kann ich, wohin gehen wir denn? Da, da. Und das löschen wir jetzt wieder mal, bevor da jemand nachschaut, was das ist. Verdammt, da habe ich was nicht bedacht. Es gibt das Resize Pane Kommando, das wäre dann, mit dem ich die Pane resizen kann, minus D für Down, minus U für Up, minus L und minus R für Left und Right. Das heißt, ich bin jetzt in dieser Pane, ich sage Resize Down und er müsste mir das Ding jetzt automatisch um eine Zeile hinuntergesized haben, sprich um eine Zeile länger gemacht haben. Ich kann das Ganze dann auch über die Cursor-Tasten machen, das heißt Präfix und dann Alt mit den Cursor-Tasten kann ich sie um 5 größer machen, Präfix und Control und ich kann ganz normal, ganz bequem. Ich wollte nur zuerst mal das Kommando gezeigt haben, damit man was sieht, weil wenn ich jetzt auf Steuerung drücke, sieht man außer der Bewegung nicht viel. Zwei Fragen, huch! Einigt euch, wer zuerst dran war. Nein. Also du movest, also die Frage war, ob man es unabhängig verschieben kann. Ihr müsst mich ein bisschen da die Stream-Dinger... Nein, die Fenster kann ich nicht unabhängig. Also, du meinst die Panes. Die Fenster sind die Tabs oben, die Panes. Nein, weil du verschiebst immer nur die Trennlinien und nicht das Fenster selber. Also im Prinzip, es ist ein bisschen falsche Nomenklatur. Du verschiebst die Trennlinie und die Trennlinie haben wir hier gezogen. Zweite Frage, du hast ein Mikro, super. Das heißt, ich könnte jetzt auch in der rechten Spalte nicht drei Panes übereinander haben und links zwei? Das geht. Steuerung Y und das müsste jetzt dieser hier sein. Nee, ich meine nochmal vertikal. Ich splitte jetzt nur, ich habe jetzt nur den Pane noch einmal gesplittet. Ich müsste jetzt hier runtergehen und hier auch nochmal einen Split machen. Du musst dir vorher überlegen, wie du es aufteilen willst. Also wenn du drei Spalten haben willst, dann musst du zuerst drei Spalten machen und die dann noch einmal unterteilen. Es ging mir darum, ob ich jetzt quasi auf der einen Seite drei übereinander haben kann. Übereinander? Also du meinst, Sekunde. So. Ich kann aber, es geht immer, du kannst nur die Panes, du kannst immer nur dann das Panel teilen. Wenn du ein leeres Window hast, musst du dir jetzt überlegen, okay, wo fange ich an? Möchte ich jetzt drei Spalten haben oder will ich drei Zeilen haben, die ich dann noch einmal weiter unterteile? Okay? Ja. Ja? Super. Aber eine schöne konkrete Frage. Dankeschön. Ich glaube, ich hätte mehr Mannerschnitten mitnehmen sollen. Ich habe nicht mit so einem tollen Publikum gerechnet. Es ist wunderbar. Ja, Fishing for Compliments. Oder Fishing for Mannerschnitten, ja? Da noch eine kleine Anmerkung dazu. Wenn du zuerst eine vertikale Linie ziehen würdest, dann könntest du auf der linken Seite zwei Splits machen, also noch einmal eine horizontale Linie und auf der rechten Seite dann nochmal drei horizontale Linien. Aber dazu müsstest du quasi zuerst die vertikale Linie ziehen. Du musst halt immer ein bisschen zuerst überlegen, wie will ich mein Session-Fenster aufteilen. Und da kommen wir dann auch zum Thema Scripting, weil wenn du dir das einmal überlegt hast, dann sagst du, jetzt habe ich das Layout gefunden, mit dem ich super für diese Applikation, für diesen Kunden, was auch immer arbeiten kann, dann scriptest du dir das einmal runter und dann ist es einfach nur ein Kommando und das Ding ist komplett fertig hergerichtet. Zeige ich nachher ein kleines Beispiel, wie man das machen kann. Ich kann jetzt dann auch, so jetzt muss ich dann irgendwie schauen, dass ich meine Fenster wieder alle unter Kontrolle bringe. Ins 1er Fenster, genau. Ich split mir mein Fenster. Ah,
So, ich splitte mir mein Fenster in, das ist jetzt 1, 1 und 1, 0. Also Fenster 1, Pane 0 und Pane 1. Ah nein, plötzlich ein falsches Fenster. Ah, Gottchen. Da habe ich mir alles so schön vorbereitet und dann vermassel ich selber. Es ist ja immer das Gleiche. So. Y. So. Das ist jetzt 0, 1 und 0, 0. Das heißt, ich bin in meinem Fenster 0, habe meine Pin 0 und meine Pin 1. Wechsle jetzt ins Fenster 1 und sage jetzt, hol mir mein hol mir meine Pin aus der Session 0, aus dem Fenster 0, weil also die Sessions werden auch alle durchnummeriert, ich könnte jetzt auch einen Namen hinschreiben, aus der Session 0, aus dem Fenster 0, die Pin 0 und hol sie mir hier in dieses Window hinein. Ja, ja. Ja, ja. Link, rechts, links, 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 links. Andere Seite. Du hattest gerade gesagt, ja, dass du das erste einen Namen geben kannst. Ich kann allen einen Namen geben, richtig? Sowohl Session als auch Fenster als auch Pane kann ich Namen geben und die dann auch adressieren. Also einem Pane habe ich noch nie einen Namen gegeben. Das müsste ich jetzt dann nachher nachschauen. Da reden wir nachher nochmal bei einem Bier drüber. Ja. Ja, also ich habe einem Pain noch nie einen Namen gegeben, weil ein Pain für mich meistens was sehr Kurzlebiges ist und daher gebe ich den Dingern keinen Namen. Aber wahrscheinlich geht es trotzdem. Wahrscheinlich geht es. Also I would be surprised if not, yes. Das heißt, ich hole mir jetzt aus meiner Session 0, aus dem Fenster 0, den Pain 0 in mein Fenster 1 hinein. Und wenn jetzt... Oh! Ach, Menno. Ja. Nein. Jo, so. So, probieren wir mal. Ja? Ja, ja, ja. Und? Ja! Whee! Dankeschön. Wer immer das, wer hat das vorhin eingeschnitten? Danke. Holst du nach ein Backerl meiner Schnitten. Oder du machst die Session jetzt statt mir zu Ende. Also. das Ganze geht jetzt natürlich in die umgekehrte Richtung auch. Das heißt, wenn ich jetzt hinüber in meine... Nein. Wenn ich jetzt in mein Fenster 0 hinüberwechsle, kann ich mir jetzt kann ich mir die auch wieder zurückholen. Hui, tut. Jetzt habe ich das Problem, ich habe die vorher vertikal geteilt, nicht? Also ich hatte vorhin so links, rechts, jetzt sind sie oben, unten, unhübsch. Ist leider so, aber was Temux auch hat, sind sogenannte Layouts. Das heißt, es kommt schon mit ein paar vordefinierten Layouts mit, die halt so praktisch sind und man kann sich selber dann noch eigene Layouts definieren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so das Setup habe mit zwei quadratischen oben und einer länglichen unten, um halt irgendwie unten ein Logfile anzuzeigen und oben zwei Kommandofenster zu haben oder so, kann ich mir das als Layout definieren. Und es gibt eben ein Layout, das heißt Vertical. Even vertical, das heißt gleichmäßig verteilt vertikal. Und mit Präfix Space kann ich zwischen den bereits definierten Layouts hin und her wechseln. Das heißt, ich habe mir jetzt gesagt, nimm das nächste Layout. Das nächste Layout war vertical even. Und so kann ich halt zwischen den verschiedenen eher sinnlosen oder auch sinnvollen Layouts hin und her wechseln. Also auch hier wieder eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe bestimmte Pane-Anordnungen, die ich immer wieder brauche, die kann ich mir als Layout definieren und dann auch schnell zu denen hinwechseln, wenn ich jetzt da irgendwie mit den Panes herumgebastelt habe. Frage? Frage, bitte. Was passiert denn die Anzahl der Panes? Warte, noch. Nein, nur, einfach nur halten und schönen Namen und dann den Rest machen die Kollegen hinten. Was passiert, wenn die Anzahl der Panes nicht zu der Anzahl der definierten Panes im Layout passt? Ja. Habe ich. Ja.
schauen wir uns. Mach mal nach. Lass mich mal. Ich bin fast am Ende. Ich bin fast durch und dann können wir noch Pen herumspielen. Also und ich kann natürlich jetzt auch. Was haben wir denn da jetzt? 4. Haben wir noch ein 5er? Aber kein 6er. Gut. Jetzt kann ich aber natürlich auch ein Pain in ein eigenes Fenster hinaus breaken. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen. Nein. Copy. Break Pain, das heißt, brich mir meine Pain heraus als eigenes Fenster. In dem Fall müsste ich 6 sagen, weil 5 Fenster haben wir schon gehabt. Und ich habe jetzt dann ein neues sechstes Window, wo meine Pain drinnen ist, in der ich jetzt gerade war. Du musst die Nummer wissen. Leider. Aber normalerweise ist das Screen auch so hoch, dass du sie siehst. Also bei mir zumindest. Also es hat sich für mich auch in der Praxis als vernünftig erwiesen, nicht mehr als 9 bis 10 Fenster zu haben, weil sonst wird es einfach unhandlich. Da mache ich mir dann eine zweite Session auf, wo ich die Applikationen irgendwie zeige. Eine Frage von hinten, bitte. Ja, kurze Frage. Ich kann mir auch nicht so temporär kurz ein Fenster auf Fullscreen ziehen, mir das anschauen und dann, also das ist irgendwie... Oh ja, das geht, mir fällt jetzt nur gerade, es geht, mir fällt jetzt nur gerade das Kürzel nicht ein, weiß wer? Prefix Z für Zoom. Danke, das war's. Also wenn ich jetzt, wo haben wir denn das gehabt? Ja, also die Frage war, kann ich mir jetzt eine bestimmte Pane herauszoomen, also herausholen, damit ich sie Fullscreen sehe? Die Antwort ist, die aus dem Publikum kam, weil ich habe es schon wieder vergessen, war Prefix Z. Das werden wir jetzt gleich ausprobieren, das heißt, ich will... Ja. Steuerung Y, Z, Zoom und ich habe es jetzt quasi groß und mit nochmal Zoom kriege ich es wahrscheinlich wieder klein. Hui. Halt ohne Animation, also wir sind jetzt nicht bei CSI irgendwas. Also das ist dann so einpixelt und sich auspixelt, das wäre vielleicht, wenn wer ein Plugin schreiben will, bitte. Was? Wer ist schneller? Go! Meine Frage ist, wie ist das mit dem Detachen? Bleibt das Layout dann erhalten? Bei Screen ist es ja so, dass es verloren geht, soweit ich gehört habe. Und bei T-Max bleibt es. T-Max bleibt so, ich kann jetzt hier rausgehen, machen wir das. Y Dora, detached. Attach mich jetzt wieder. Und ich bin genau da, wo ich war, mit allen Settings und allem, so wie man es haben will. So wie man es erwarten würde. Danke für die Frage. Gebt doch der jungen Dame eine Mannerschnitte. Sie schaut so hungrig aus. Bisschen Zucker. Ist es beim Reattachen, wenn ich verschiedene Bildschirmgrößen habe? Also klassischer Fall, ich mache es auf der Arbeit an und gucke dann nochmal über das Mobilgerät unterwegs. Ist an und für sich kein Problem. Zeige ich dir auch, fragst du mich das bitte noch einmal, Entschuldigung, in der Q&A-Session, weil dann spiele ich auch gerne mit dem Fenster rum. Ich möchte jetzt nur zum Demo fertig machen, das Fenster so lassen. Dann zeige ich dir das gleich. Wie gesagt, wir sind jetzt dann gleich durch. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja, Entschuldigung, bitte und, meldet euch. Ja. Und zwar, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen eine Session bearbeiten möchte, seht ihr dann auch wirklich diese Aufteilung so oder sieht er dann bloß ein Pain? Beziehungsweise wie ist es generell, wenn ich mit mehreren Usern das mache? Lass mich da kurz die... Hey. Ah, so, okay. Das ist meine Arbeitssession, die ich jetzt bei mir auf dem Laptop-Bildschirm habe die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt in dem einen Terminal auf eine andere auf ein anderes Windows switche, switcht es dann auch im anderen Terminal? Ich habe es die ganze Zeit gemacht. Also aber zeigen ist immer schöner als sagen. Ja, das geht alles. Das ist genau das Schöne. Kann man das auch verhindern? Nee, das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, Screen ist, was die ACLs, also die Zugriffskontrolle betrifft, wer was machen darf, ein bisschen besser als T-Mux. Aber ich habe im Normalfall, mache ich das eben mit McGlamour oder so zusammen mit Menschen, denen ich vertraue und da... Nein, es geht jetzt mehr um Arbeitsteilung, aber... Ja, nee.
Und jetzt, dann kann ich jetzt deine Frage auch gleich mitmachen, wenn ich das jetzt da schon so habe. Er macht es dann so. Also das passt alles. So, jetzt müsst ihr mich das nur wieder rüberholen lassen, weil sonst kann ich nicht weiter tun. So. Wir waren jetzt, wo war ich jetzt? Jetzt bin ich aus dem Konzept. Nein, passt schon. Alles gut. Eins, da. So. Ich kann mir dann natürlich auch mit TMUX-LS meine Sessions anzeigen lassen. Ich kann mir mit... wo habe ich es? Ich hatte das schon irgendwo. Ich finde es jetzt nicht um die Burg. Ja, wurscht, das ist eh. Ja, passt das von der Zeit her, machen wir das jetzt so. Ich kann eben dann auch, das habe ich vorhin schon erwähnt, Skript laufen lassen. So. Project EH18 Script. Ich habe da ein kleines Skript vorbereitet, das benennt mir das aktuelle Fenster um, splittet es mir einmal vertical, das heißt eine oben, eine untere Hälfte, zeigt mir in der unteren Hälfte das Syslog an und splittet mir dann die obere Hälfte noch einmal, zeigt mir rechts den Hardtop an und links habe ich dann meine Kommandozeile, in der ich arbeiten kann. Also, das sind so Dinge, die man zum Beispiel alles skripten kann. Das heißt, ich source mir das Ganze jetzt mal kurz rein. Und ich habe mein Syslog, meinen Hardtop, ich habe meine Konsole, in der ich arbeiten kann. Also, for several values of, ja. Ja, normalerweise habe ich eine andere Auflösung, also verzeiht mir jetzt, wenn das jetzt, es ist mehr Anschauung als tatsächliches Arbeiten, also das, was man im Büro macht. Ein letztes und dann sind wir eh schon beim Q&A, also wir sind gut in der Zeit. Tätschen wir da mal wieder, mache ich mir noch eine neue Pen. Eine neue Session. Die Session nenne ich SyncPane. Splitze mir. Da sind wir jetzt bei dem Thema, man sollte sich vorher überlegen, wie man die Dinge aufteilen will. Das heißt, ich splitze mir jetzt einmal zwei Drittel, ein Drittel. Und die breitere teile ich mir jetzt dann noch einmal zu 50%. Das heißt, ich habe jetzt hier drei Pens. Geht da nach slash opt, nach cd slash etc und nach cd slash, was habe ich noch, bar. Ja. Und was ich jetzt machen kann ist, ich kann jetzt Synchronize Panes aktivieren. Das heißt, alles, was ich jetzt tippe, wird 1:1 in allen drei Panes ausgeführt. What could possibly go wrong? genau. Also, With great power comes great responsibility. Ja? Also ein RM würde ich mir da wirklich, wirklich, wirklich gut überlegen, wenn ich das machen würde. ja, das ist, genau. Er kann mir auch, nein, machen wir das. YC. Ich habe noch eine Uhrzeit zur Anzeige. Die Uhrzeige sagt, wir sind fast fertig. Damit bin ich jetzt an und für sich mit dem Basisteil fertig und hätte gesagt, wir haben noch ein paar Minuten für Fragen, wenn es jetzt noch weitere Fragen gibt. Huch! Und wenn es aus ist, und nachdem der nachfolgende Sprecher schon da ist, im Notfall gehen wir raus und machen draußen weiter. Du hast angefangen, ja bitte.
Ich habe eine total abwegige Frage. Copy-Paste zwischen den Paints und oder anderen Applikationen? Ja, problemlos. Ja? Ja, okay. Ja. Machen wir das. Null. So, damit du siehst. Und mehrzeilig? Ha? Mehrzeilig? Ja, alles. Problemlos. Also ich arbeite die ganze Zeit damit, wenn das nicht funktionieren würde. Oder meinst du jetzt überall? Also könnte man jetzt nur in der linken Pane quasi mehrere Zeilen markieren? Und Ja, klar. Warte, gib mir eine Sekunde. Ich brauche nur... So. So. Also du hättest... es geht, wenn du es nicht mit der Maus machst, es gibt die Tastenkürzel, die ich aber jetzt nicht im Kopf habe. Ich brauche selten. Ich habe hier, ihr habt es vorhin gesehen, ich habe euch meine Temux-Config gezeigt. Das ist die ganz primitive Temux-Config, die ich jetzt für die Demo hier eingerichtet habe. Meine normale Temux-Config hat dann auch die ganzen Mausoptionen und so weiter drinnen und dann tut das auch. Das ist jetzt in dem Fall wirklich nur so diese Basic-Demo. Ich wollte nicht ein 500-Zeilen-Config-File herzeigen, weil das ist sinnlos jetzt in einer Einstiegsding. Aber es geht. Habe ich gerade gemacht. Nix, aber es geht. Okay. Wir können gerne nachher noch einmal mit meiner richtigen Config uns das anschauen, wenn du magst. Wer auch immer, ich habe jetzt den Überblick verloren. Ich habe das Mikro hier schon. Ja, sehr gut. Dann gibt es das gleich da. Macht es euch aus, wer die nächste Frage stellt. Stichwort Screen im Screen oder in dem Fall Temux im Temux. Ja. Wenn man da mit SSH irgendwie fünfmal ineinander hängt, hat man früher bei Screen S, also Steuerung A drücken müssen, um dann im innersten Screen ein Kommando auszulösen. Ja. B. Es ist genau dasselbe. Also man kann nicht irgendwie eine Session von einem anderen Host einfach in den aktuellen Screen reinhängen oder so. Also was ich hier gemacht habe, ich lasse ja hier ein Temux im Temux laufen, damit ich die Sachen bequem herzeigen kann. Ich habe einfach die Sessions unterschiedlich gemappt. Also ich habe die erste Session auf B, die zweite auf Y, die dritte auf A, whatever. Aber es ist, da hat sich leider nichts geändert, sorry. Nächste Frage? Ja, eine Frage. Ich kann mir doch auch eine Session... Wenn du jetzt hier in der Session EH18 bist, dann kannst du ja auch noch die Session 1 oder so oder 0 wieder ranholen. Wie ist es jetzt, wenn du da in einem Pane bist? Du holst ja eine Session rein, wo du auch wieder verschiedene Panes drin hast. Wie sehr explodiert dann der Temux? Der Temux explodiert gar nicht, weil zwischen den Sessions kannst du wechseln. Du wechselst zwischen den Sessions. Also er haut dir die komplette Session vom Bildschirm weg. Also oder ich habe deine Frage falsch verstanden. Das werden wir jetzt gleich geklärt haben. Ich kann jetzt hier... Ja, geh mal auf die EH18. Hattest du ein Fenster so oder hattest du, glaube ich, 6, wenn ich jetzt, hier einfach... ich kann jetzt zur Demo 1 Session switchen, dann bin ich in der Demo 1 Session. Okay, nee, okay, dann. Also ich wechsle einfach zwischen den Sessions. Und das, wo es explodiert, ist, wenn du schon ein Setup mit 15 Panes hast und dir dort dann noch eine Pane reinziehst. Ja, also so ungefähr war die Frage. Dann solltest du dir überlegen, wo bin ich jetzt und wo fügst du mir jetzt, weil der fügt sie dann quasi hinter der aktuellen Pane ein und was passiert dann mit den anderen und dann geht es und. Okay, danke. Gibt es eine schöne Möglichkeit, wenn ich folgende Situation habe? Nein? Schade. Nee. Folgendes, ich schalte mich auf meinen persönlichen Server auf. Da will ich eine Temux-Session haben mit 1, 2, 3, 4 Fenstern. Die habe ich mir vorgebaut, benutze vielleicht sogar so ein Scripting-Tool wie Temux und wie sie nicht alle heißen, völlig egal. Ich möchte jedenfalls, wenn ich via SSH auf meinen Server gehe, immer, dass er sofort in die Temux-Session Attached-Transition da ist, wenn noch keine da ist, eine neue startet mit der Config, die ich habe. Wie kann ich das sauber machen? Indem du dem SSH beim Aufrufen mal Kommando mitgibst. Oder du ersetzt die Bash-Login, indem du gleich direkt in Temux, in dem Temux als Bash nimmst. Okay, alles klar, gut. Danke. Das ist so, ich boote gleich direkt in Emacs-Option. Ne, so. wenn man den dritten Arm dafür hat. Fragen? 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 Eine noch, ja, bitte. Entschuldige, hast du schon? Weil du hast mir so viel geholfen, danke. Für die ganzen Window-Operationen gibt es ein Undo? Nein.
Letzte Frage, und dann müssen wir... Es wird ein neues Pane aufgemacht mit minus D Hardtop. Ist da unter dem Hardtop noch eine Shell? Also wenn ich das Hardtop zumache, bleibt dann eine Shell da oder ist das Fenster nachher weg? Wenn du das Hardtop zumachst, ist der Pane weg und damit auch die Shell weg. Gut, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was gelernt und ich wünsche euch noch eine schöne Easter Hack. Danke. Applaus